Hey Leute, willkommen zurück zu Star Wars Jedi Academy. Ich habe mich hier positioniert. Speicherpunkt war recht nahe, aber das hier ist noch aktiv. Das muss ich nochmal deaktivieren. Und da oben steht noch der eine böse Kerl, wo ich nicht weiß, wo ich hin, wie ich an den hinkomme. Aber ich muss ja auch noch dann zurück und die anderen Bomben finden. Aber erstmal muss ich mich um den hier kümmern. Aber die Frage ist natürlich berechtigt, wie komme ich darauf? Ah, hier vielleicht. Ich glaube, jetzt hat er mal mächtig verloren. Nochmal. Neuer Versuch, neues Glück. Das ist cool, dass sie da automatisch abwehrt. Jetzt ab. Fieser Sack. So. Ah. Thermal-Detonator Gürtel aufgenommen. So. Ups. Sorry. Das war nicht Absicht. So, jetzt deaktivieren wir erstmal dieses eine Ding hier. Interagieren. Bin ich nicht nah genug dran, oder was? Oder ist er doch schon deaktiviert? Oh, jetzt habe ich geheilt. Auch nicht verkehrt. Okay, also sieht so aus. Also er leuchtet, er blinkt auf jeden Fall. Ich gehe jetzt mal zurück. Weisen Sie sich aus. Ich weise mich doch nicht aus. So. Jetzt bin ich hier. Ich dachte, ich käme von hier. Hallo? Ich wollte jetzt mal flink zurückgehen. Kann das sein, dass ich jetzt einfach nicht mehr zurück kann? So, mal wieder aufgeladen. Ah, halt hier. Ah. Ich kam wohl von hier. Wer mich schon Wer ist da? Ja. Okay, die haben alle wieder nachgeladen. Tut mir leid. Muss ich jetzt darüber? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Ich glaub schon. Da stand noch was. Steck das mal ein. Noch drei. Ah, noch drei, okay. Den habe ich auch deaktiviert. Und draußen war noch einer. Wie komme ich denn hier raus, ohne mal zu sterben? Das ist eine ganz, ganz wichtige Nebenbedingung, nicht zu sterben. Was ist denn, dass das hier ging? Bin mir nicht sicher. Oder war das da unten? Sorry. Aufzug holen. Nee, da war ich. Ne? Bin ich wieder hier. Ein Labyrinth.
Hoch mit dir. Es ist einfach cool, dieses Geräusch. Nicht bewegen. Okay. Ist da jemand? Ja, da. Ah, von da oben unten kam ich genau. Weiß gar nicht mehr, wie ich da raufgekommen bin. Oh, das sind aber mehrere. Zwei. Da wird es nicht. Also gut, dann springe ich mal runter. Ich weiß ehrlich nicht mehr, wie ich da raufgekommen bin. Wahrscheinlich auch mit einem Aufzug oder so. Das ist gemein, die laden nach. Sie sind verhaftet. Und du bist leider erledigt. So. Das war doch hier irgendwo, oder? Da hinten ist einer. Den versuche ich. Da hinten ist eine Bombe. So. Den habe ich jetzt einfach mal ignoriert, den Kerl. Nur noch zwei. Nur noch zwei. So, jetzt aber nichts wie wieder dahin, wo wir gerade waren. Und das waren alle, die ich bisher entdeckt hatte. Und die ich mich erinnere. Wie geht's denn eigentlich dahin? Ah. Ist da auch eine Bombe? Aha, sie haben ein Versteck gefunden. Was ist das? Soforthilfe, pack. So. Das kann man wohl nicht aufnehmen. So. Sorry. Da kann man dann wieder rauf. So. Es ging hier quasi nur um dieses Versteck. So. Oh, halt, nein. Bitte wieder rauf. Dankeschön. So. Jetzt muss ich natürlich nur noch zurückfinden. So. Oder war das auf der anderen Seite? Ich weiß es schon nicht mehr. Da war ich unten. Daran erinnere ich mich. Ich glaube, ich bin dann auf die andere Seite gegangen. War das jetzt gerade der eine, den ich da vorhin erledigt habe? Oder steht da noch einer da hinten, der mich da auf der Ferne beschossen hat? Wow, Leute, ich sag's euch. Das ist heftig. Hast du so gedacht? Oder habt ihr euch so gedacht? Nicht mit uns. So, ist das ein Aufzug? Nein, das ist keiner. Und da kommt man auch nicht rüber. Jemand hat den Verwirrungstrick bei uns angewandt. Oder zumindest bei mir. Kann man hier rein? Ah, hier konnte man rein. Genau hier war das. So, und wie geht das jetzt nochmal hier rauf? Da ist der Aufzug, genau. Ich hätte vorher nicht runterspringen müssen. Ich hätte einfach nur Aufzug rauf runterfahren können. Ja, aber das hätte einem doch einer sagen müssen. Halt.
Da muss ich runter. Ich versuche meinen Orientierungssinn... Oh, Entschuldigung. Metallteil. Ich versuche meinen Orientierungssinn zu schulen. Genau, jetzt sind wir wieder hier. Nur noch zwei, hat sie gesagt. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wo geht's lang? Ah! Die Frage, ob ich da auf die andere Seite muss. Also hier geht's nicht lang, oder? Doch, hier geht's lang. Ah, das ist aber hier. Da war ich schon. Da war ich auch schon. Ah, sag mal. Nochmal. Der Sprung ist nicht so leicht. Jetzt aber. Oh, oh, oh. Zwei mit einem Streich, Leute. Da ist noch einer. Ich will euch doch gar nichts tun. Ich bin ein friedlicher Jedi-Padawan. Mensch. Okay, von da komme ich. Alles klar. Schön nach Bomben Ausschau halten. Ich mach mal... Heilung. Ah, oh, das tut gut. So, ich mache jetzt auch mal den Schub. Mal schauen, ob der mir vielleicht was hilft bei den nächsten Gegnern. Hallo? Da ging es doch vorhin gerade noch durch. Jetzt aber nicht mehr. Warum nicht? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Sagen wir mal so, die Tür wird hier... Ich glaube, also da, wo diese grünen Rechtecke drauf sind, da die Türen gehen auf, alle anderen gehen nicht auf. Aber das würde ja heißen, ich wäre hier schon irgendwie am Ende. Oben kann ich auch nicht. Puh. Leute. Ja. Sackgasse, so wie es aussieht. Vielleicht gibt es auch einen anderen Weg. Noch drei. Leider gibt es hier sowas nicht wie eine Karte oder so. Oh, ist leer. Habe ich vollkommen aufgebraucht. So, hier ist eine Bombe. Da geht es aber nirgendwo runter, wo man lebend runterkäme. Aufpassen. So. Von da kommen wir. Geht's da runter? Da war ich auch schon da unten, das weiß ich. Da ist noch so ein grünes Teil, fällt mir gerade auf. Ansonsten muss ich mich... Ja, da... Muss ich mich wieder auf die Suche machen.
Jawohl, Jaden. Da geht's auch nicht durch, ne? Der Weg ist versperrt. Oder gehen Treppen runter? Komme ich da irgendwo hin? Geht's da irgendwo weiter? Zumindest in einer Art Versteck. Oder? Nö, sieht nur so aus. Gut, dann gehen wir mal wieder an die frische Luft. Ich glaube, hier haben wir alles. Wo? Ach ja, da könnte ich noch hin. Boah, ist dieses Gelände groß. Da gab es diese Explosion. Oh, das war doch gerade eine R2-Einheit, die ich da habe piepen hören. Da tatsächlich. Dich kann ich auch kaputt machen. Leg dich nicht mit einem Jedi an. Da drüben sieht es auch noch so aus, als sollte man hin können müssen. Wir sind von da gekommen. Wollen wir mal schauen, wo es da lang geht. Ob es da überhaupt irgendwo hingeht. Oh, oh, oh. Das war also einer genau mit einem Schnellfeuergewehr. Das sieht nach was Größerem aus, Leute. Fast gleich haben wir sie. Okay. Ihr sprengt hier alles in die Luft. Wir sollen das doch verhindern. Sie haben eine Codekarte. Ah, und da hinten. Das hilft dir auch nichts. So. Ich würde mal sagen, die roten Rechtecke sagen, dass die Tür verschlossen ist. Aber wir können mit der Codekarte alles mal aufmachen. Da können wir nicht weiter. Okay. Das sieht so ein bisschen aus wie der Anfangsbereich, wo wir gestartet haben. Das ist es wahrscheinlich auch. Und jetzt fange ich wieder von vorne an, oder wie? Ja, das sieht so aus. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen, sozusagen. Tatsächlich. Da muss es ja auch irgendwie hingehen, aber die Frage ist, ob ich da hin muss oder nur hin kann. Ich meine, mittlerweile sind wir ja um einiges weiser. Da oben ist noch was. Oder hatte ich das schon? Schaut mal. Da oben sehe ich doch noch eine Bombe. Ist die Frage, ob das schon eine von denen ist, die ich schon hatte. Oder ob ich da noch hin muss. Oh, da wartet die Geschichte. Ja, die Geschichte, da ging es aber auch nicht weiter. Ich bin ja dann hier lang. Genau, jetzt bin ich wieder hier. Dachte gerade, da steht wieder ein Unsichtbarer ab. Das war nur das Ding da am Boden. Okay, also wenn ich da lang gehe,
Dann komme ich wieder da raus, wo ich herkam. Boah. Gibt aber auch keine... Entschärfen Sie zwei Bomben. Es gibt aber auch keine... Nee, es gibt keine Karte oder so. Also nochmal. Da oben. Hm. Ja, hier auf Bakura, glaube ich, heißt der Planet. Ist es doch nicht ganz so übersichtlich, wie man sich das wünscht. Hier bin ich doch auch lang gegangen. Da kam ich ja auch nicht weiter. Aber auf der anderen Seite ist jetzt auch eine Tür, die nicht... die so aussieht, als könnte man sie nicht öffnen. Also, das haben die jetzt mal schon schön aufgeräumt, diese Imperialen. Da unten waren wir ja auch schon. Da drin waren wir auch. Gibt's hier noch irgendwas? Den haben wir schon. Da scheint es nicht weiter zu gehen. Da geht es auch nirgendwo rein. Da geht's rein, aber da waren wir ja auch schon. Da ist es jetzt auch nicht so spektakulär. Wartet mal, da oben ist doch was, oder? Da ist doch... Na, aber das sind keine Bomben. Hm. Das sind keine Bomben. Da war ich schon. Nee. Leute. Da unten war ich auch schon. Ich muss dann nochmal durch diese Tür durch. Und mich den Verwirrungen stellen. Da ging es runter, aber da war es nicht wirklich was. Nochmal alles ganz sauber absuchen. Da geht's nicht rein. Geht nur hier rein. Da ging's runter, da wären wir oben. Genau. Nur noch zwei. Ich dachte gerade, das wäre ihr Ende. Und unseres. Das ist übrigens der einzige, der läuft hier. Nicht. Von da kamen wir. Ja, aber es hilft ja nichts. Nee. Ich kann hier auch nicht interagieren. Hier scheinen auch keine mehr zu sein, deswegen bin ich jetzt mal so mutig und steck unser Lichtschwert weg. Ist eh viel cooler, wenn sie es anmacht. Ja, ich wollte aber eigentlich rauf. Also im Grunde muss das diese Tür sein. Ah. Der Sprung hat jetzt aber mal gar nicht geklappt, Jaden. Ja, sag mal. Hallo? Nochmal.
Nö. Der Sprung gelingt mir nicht mehr. Also entweder habe ich einen Krampf in meinen Fingern oder... Nö. Ja, Kontrollpunkt laden. Sie sind tot. Nur noch zwei. Nur noch zwei, ja. Okay. Ich muss mir das schnell speichern, angewöhnen. Soforthilfepaket aufgenommen, okay. Ja gut, Leute, aber ich würde sagen, ich mache jetzt mal einen Cut und bewege mich dann in die Richtung, wo wir vorhin schon waren, bevor ich so grandios versagt habe. Also, bis zum nächsten Part. Ciao!